Es gibt Dinge, die sollten nicht gefunden werden. Die Wüstenruinen zählen nicht dazu und deswegen betreten wir sie jetzt. Willkommen zurück zur Spyro Arena Trilogy, zu Spyro 3, Year of the Dragon. Und das war ein tolles Zitat, was ein bisschen zu den Wüstenruinen passt. Denn das Ganze war aus dem zweiten Tomb Raider Film, Tomb Raider 2 oder generell Tomb Raider, die Wiege des Lebens. Und betraf die Büchse der Pandora, um die es sich eigentlich in dem Film hauptsächlich dreht. Und dieses Level hat ebenfalls was mit Tomb Raider zu tun, was wir ja gleich nochmal sehen werden. Die ganze Thematik allein schon. Den Rest sehen wir eigentlich erst am Ende. Hallo, du musst Spyro sein. Es reden viele Leute davon, wie du ihnen geholfen hast. Könntest du mir helfen, meine Freundin Tara zu finden? Sie wollte das Grab des Steingolems ausrauben. Seitdem habe ich sie nicht mehr gesehen. Ich würde ja selbst im Grab nachsehen, aber da sind so viele Skorpione. Naja, die Tara Loft oder wie auch immer, werden wir schon finden und retten. Die Sache ist nur, ich weiß natürlich nicht, ob sie es jetzt im Remake auch so gemacht haben, aber ich meine, wenn man als Entwickler ein Remake macht und Easter Eggs dabei zerstört, dann, nee, das geht nicht. Und so wie ich Toys for Bob hier jetzt gesehen habe, in diesem Remake, glaube ich nicht, dass sie das entfernt haben. Das kann ich mir am besten nicht vorstellen. Wie auch immer. Schauen wir mal, was das Level hier nochmal für Tücken zu bieten hat. Hier haben wir einen Schlüssel, den wir brauchen, ja. Was war der Stilpunkt? Sag mal. Was war der Stilpunkt? Weiß ich spontan nicht mehr. Im Level selber oder gab es hier einen Bereich? Ich weiß halt leider nur noch einen Bereich, nämlich den Schielerbereich. Zerstör alle Meeresalgen. Das heißt, hier gibt es noch einen weiteren Bereich, oder? Hier kann man doch nirgends schwimmen, glaube ich. Wurde ich gerade getroffen von irgendwas? Also vom Skorpion dann wahrscheinlich. Nee, also... Ah, nee, hier gibt es doch noch den Jägerbereich da, oder? Das muss doch eigentlich hier sein. Mit seinem komischen Rochen da. Ja, doch. Quasi das Pendant zu komplett Aquaria. Oder zumindest zu diesem oberen Bereich von Aquaria. Ja, das war hier. Okay, dann ist da der Stilpunkt. Mit seinem Mega-Rochen 6000 und dann haben wir da auch schon mal... Wissen wir da Bescheid, müssen wir uns nicht mehr darum kümmern. Also den noch einsammeln. Den hier muss ich umrammen, was ich gerade vergessen habe. Und dann ist das Level auch absolut halb so schlimm. Und ich würde jetzt am besten erstmal den Weg da links gehen, denn da befindet sich der Schlüssel für die Truhe, die wir direkt öffnen können. In einem. Das war scheiße. Aber gut, immerhin ist der Skorpion jetzt tot. Und ich kann hier relativ gediegen durch. Ach, das geht ja gar nicht so ohne weiteres. Da oben ist direkt der Schielerbereich. Den man eigentlich auch direkt machen könnte, weil der ist halt echt... Ja, der ist nicht schwer, der dauert nicht lang. Schön für zwischendurch. So das Grab dann als allerletztes machen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen und deswegen mache ich das auch. Damit meine Vorstellung nicht nur Vorstellung bleibt. Ich sollte allerdings ein bisschen auf meine Energie achten, denn ich habe schon wieder noch ein grünes Bugs. Weil ich auch ein bisschen furchtlos hier durchgehe. Was nicht immer gut ist. Kann die Sinne blenden. So, da würde ich... Ach komm, da gehen wir jetzt weiter. Das lohnt sich nicht, das übrig zu lassen. So, da kriege ich ein Leben. Wunderbar. Ich wieder Energie. So muss das doch sein. So, ich muss eigentlich auf beide Plattformen. Komme ich da... Nee, da komme ich von da hin. Okay. Aber wir kommen auf diesen komischen Arm, der hier rumliegt. Ich glaube, das war nicht immer ein Arm. Ich glaube, das war... Also früher war das nur so ein Stück Stein oder Holz oder was weiß ich, was hier rumlag. Ein richtiger Arm war das nicht. Finde ich cool, wie sie das jetzt gemacht haben. Zumindest nach meiner Erinnerung war das nur eine umgekippte Säule quasi. Die Hände, die hier sonst, so diese gebeugten Hände, sag ich mal, die waren aber schon immer so. Ich glaube, die hatten eine leicht andere Farbe, aber die waren, glaube ich, schon immer so. Auf jeden Fall generell ein sehr cooles Level. Ich mag auch Ägypten-Thematik generell, also... Thematiken, ägyptentechnisch generell in allen Spielen, auch bei Crash zum Beispiel. Da komme ich noch hin, da komme ich ja dazu dann zu der Höhle, deswegen machen wir jetzt erstmal den Schielerbereich. Hi Spyro, lange nicht gesehen. Ich gehe jetzt ein bisschen wandern. Ab und zu sehnt man sich schließlich nach den einfachen Freuden vergangener Zeiten. Findest du nicht auch? Ja, schon ein bisschen. Mir fällt auch jetzt erst auf, dass das wahrscheinlich so ein Oh mein Gott. Ich habe die Steuerung komplett vergessen, weil ich lange nicht mit ihr gespielt habe, zum Glück. Dass es so eine kleine Anspielung ist. So ein kleines Easter Egg, wenn man das so nennen will. Von wegen so, ja, hier, vergangene Freuden und sowas. Von wegen, ey, das ist ein 2D-Sidescroller. Das ist mir nie aufgefallen, glaube ich. Finde ich sehr geil.
Oder vielleicht im Replay. Irgendwie erinnere ich mich gerade doch so ein bisschen, dass ich... Ach, ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall nett. Und der Bereich sieht jetzt auch nett aus und modern, auch wenn es eben Side-Scroller ist. Muss ja nicht heißen, dass es nicht modern ist, nur weil es Side-Scrolling ist. Bei Mario hingegen ist das nochmal eine andere Sache. Da kann es zwar modern aussehen, aber es ist einfach immer das Gleiche. Ich habe jetzt auch wieder ein Video jetzt heute Morgen gesehen. Fauler Samstagmorgen. Irgendwie bis 11 im Bett gelegen und noch Videos geschaut. Ich habe gerade versucht, nach vorne zu laufen, wie bei Crash. Wie bei Crash 1 zum Beispiel, in Heavy Machinery oder so. Naja. Da ging es unter anderem auch wieder um New Super Mario Bros. 2 ist es, glaube ich. Wo man diese ganzen Münzen sammeln muss. Was halt kritisiert wurde, weil es halt einfach null Innovation bietet. Ja, so hätte ich es gerade da drüben machen müssen. Also einmal oder so oder irgendwie. Hat geklappt. Die Hälfte haben wir auf jeden Fall erreicht, ne? Checkpoint und so nach der Hälfte oder so. Ja, und das sehe ich halt generell in den Mario-Spielen, in den 2D-Mario-Spielen. Deswegen will ich auch eigentlich nur die 3D-Marios Let's Playen, weil die 2D, die sind halt einfach irgendwie alle gleich. Da ist null Innovation, da läufst du von links nach rechts, springst halt vielleicht mal, hast vielleicht eine tolle Fähigkeit noch irgendwie mit an Bord und das ist es dann. Also so, es ist halt irgendwie sehr altbacken und langweilig, uninnovativ so. Von wegen so, ja, das verkauft sich ja eh, so ein bisschen FIFA-mäßig, weißt du, ich ändere eine Kleinigkeit und es verkauft sich wieder mega. Einfach weil es eine Fanbase hat und das, na, will ich absolut nicht unterstützen. Die 3D-Mario-Spiele hingegen sind eigentlich immer innovativ gewesen, so, was ich jetzt so, mein Gott, kenne und sehe. Mit 64 natürlich ein Meilenstein. Super Mario Sunshine war absolut innovativ und richtig cool. Galaxy ist auch ein sehr cooles Spiel, auch wenn ich es nur bis zur Hälfte gespielt habe, aber ja, war geil. Galaxy 2 ist dann halt einfach ein würdiger Nachfolger für einen würdigen 3D-Teil. Der muss natürlich in gewisser Weise schon innovativ sein, ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Aber an sich, die Thematik ist natürlich klar. Während zum Beispiel Mario 64 und Sunshine halt komplett andere Thematiken hatten. Aber Sunshine ist ja sowieso sehr besonders, was die Thematik angeht. Ein ganzes Spiel über Urlaub, na okay. Dann sehe ich wieder so Spiele wie Go Vacation, aber naja, anderes Thema. Auf jeden Fall, dann gibt es ja noch dieses eher klassische, ich glaube 3D World ist es, Super Mario 3D World. Was dann wieder im Pilzkönigreich ist und der ganze Kack und so, was dann schon eher an die 2D-Marios erinnert und New Super Mario 3D Land zum Beispiel für den 3DS, das ist ja sogar noch mehr ein Sidescroller, das ist dann wieder, nee. Ich hab's zwar gekauft damals, war auch, also es hat mich schon in gewisser Weise irgendwie ein bisschen mehr Richtung Mario gedrückt, aber hat mir auch wieder gezeigt, ja, diese 2D-Marios, wo es ja irgendwie auch schon trotzdem so ein bisschen dazugehört. Das ist nichts für mich. Wie komme ich denn jetzt am besten wieder irgendwie zurück? Achso, hier ist eine Leiter. Nicht gesehen. Einfach nicht gesehen. Ja. Auf der anderen Seite irgendwie, ja, würde es mich schon irgendwie in gewisser Weise interessieren, aber Vorrang haben auf jeden Fall die 3D-Marios und ich habe jetzt irgendwie auch voll vergessen, Odyssey zu erwähnen. Mario Odyssey ist ein super Spiel. Absolut. Ich glaube, das ist sogar 10 out of 10 für mich, einfach weil es unglaublich Spaß gemacht hat. Es hatte eine lange Spielzeit. Ich meine, Breath of the Wild hatte eine längere Spielzeit bei mir. Nicht viel tatsächlich. Aber es ist einfach trotzdem ein super Spiel. Vor allem, weil ich vorher eigentlich keine wirkliche Motivation hatte, einen 3D-Mario zu spielen. Ich will nur mal kurz checken. Das hätte ich auch vorher mal machen können. Ob in der Höhle noch was ist, ich glaube nicht. Ich weiß nicht, ob ich auf jeder Plattform die Edelsteine hatte, aber ich glaube, der Sparks hat tatsächlich alles eingesammelt. Und Odyssey hat mich halt wirklich da motiviert, im Endeffekt ja auch dann Mario 64 zu Let's Playen, einfach weil ich gedacht habe, boah, ich hätte jetzt richtig Bock, nochmal alle 3D-Teile durchzuspielen, wirklich mal, und auch Sunshine kennenzulernen. Mach das so mal als Let's Play, habe ich dann gemacht und es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Spyro, ich wette, du freust dich, mich zu sehen.
Ich kenne zufällig das Passwort, mit dem man die Tür zum Grab des Steingolems öffnen kann. Nur ist es mir gerade entfallen. Du verstehst schon. Passwort 123. Aber gut. Aha, also gut. Das Passwort zum Öffnen. Ach nee, naiv oder irgendwie sowas, ne? Bist du bereit? Gleichgläubigkeit. Gutgläubig. Ach, gutgläubig, okay. Naja, fast. Ich habe mir jetzt ein bisschen drüber gelauert, oh mein Gott. Hat er verdient. Okay, es gab kein Passwort. Ich stand einfach vor dem Wandschalter. Was willst du machen? Mich verklagen? Nö, ich werde dich abbrennen. Und zwar in einer absehbaren Zeit. Darauf freue ich mich schon. Und jeder freut sich darauf, wenn er dieses Spiel spielt und das Spiel kennt und weiß, dass es passieren wird. Und wenn nicht, dann freut er sich in dem Moment, wo es passiert. Denn die Gerechtigkeit wird siegen. Und der Hass wird sich durchsetzen. Zumindest beim ESC, da sind wir wieder beim nächsten Thema, aber das spreche ich nicht an, weil... dann haten mich wieder alle. Nur noch 2 Wochen, ich freue mich drauf. Ich freue mich sehr drauf. So, machst du hier deinen Kack? Nein. Dann werde ich erstmal dich töten. So, da geht's zu Terror. Ja, würde ich sagen, machen wir erstmal den Bereich. Wo ist der Kollege gerade? Ich sehe es nicht. Auf der Seite. Jut, 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 jut. Nope. Ja, ich konnte auch irgendwie erst im letzten Moment gefühlt die Kamera drehen und wissen, wo er jetzt wirklich steht, ob er mich schon verfolgt hat. So, du Sack. Jetzt geht dir gleich das Licht aus hier. Wunderbar. In dem Moment ist ja gar nicht hier der Bereich. Der war vorne schon, ne? Aber da komme ich erst von... Nee, hier, der ist hier. Ach genau, und da gab es einen Edelstein und Leben. Ja, okay, so. Gut. Weiß ich Bescheid. Da kommen wir aber gleich wieder hin. Alles super easy. Ob das jetzt hier super easy wird, weiß ich nicht, aber... Es wird jetzt auch nicht besonders schwierig. Das ist ein chilliger Bereich eigentlich. Ist auch ein chilliges Level. Die spukende Gruft wird nochmal ein bisschen schwieriger. Naja. Ich trainiere meinen neuen Zermantarochen, die neueste Technologie zu tragen. Superstarke Unterwasser-Raketenwerfer. Willst du mal drauf reiten und Hain einheizen? Ja. Die 8, die ist ein bisschen schwieriger. Die 9 ist auch schwierig. Und die 10, die kennen sie auch alle. Achte auf die Hai-Reiter. Sie haben die neueste JX5 Unterwasser-Zielsuchmunition. Okay. So, das Seegras muss ich auch, glaube ich, mit dem Viech zerstören. Mit Quadrat kann ich auch ein bisschen beschleunigen, jawohl. Natürlich auch erstmal die ganzen Kisten kaputt machen, aber ich kann ja auch noch zum Spaß hier rumfliegen. Einfach, weil ich Bock drauf habe und noch Sachen brauche. Aber ich glaube, auch die Sachen kann ich nur mit dem Ding kaputt machen. Egal, wir sammeln es auf jeden Fall mal ein. Die Mission ist eigentlich ganz chillig. Hat was. Die Haie zu finden ist manchmal ein bisschen nervig, aber das ist doch immer so bei so Sachen. Oh mein Gott, der war ziemlich gut. Lass dich nicht von Sprengmunition treffen. Ja, lass dich nicht treffen, ist okay. Lass dich nicht von Sprengmunition treffen! Boah, wie brutal dieses Gesicht dann einfach aussieht. So richtig nah. Oh, jojojo. Ich weiß gar nicht, ob man noch was machen kann, wenn die schon schießen. Weil die haben ja schon so ein Aiming-Gedöns. Vielleicht darf ich einfach nicht provozieren, dass die schießen. Wunderbar, wunderbar. 3 Stück noch. Gerade hatte ich, glaube ich, sogar 6 Stück schon. Und ich weiß auch nicht, ob es hier noch ein zweites Ei gibt. Eins wird es noch am Ende bei Tara geben und dann... Ist es das, glaube ich? Wie viel habe ich denn? Ich habe 3. Na, spontan weiß ich es nicht. Es gibt hier wahrscheinlich 2, würde ich sagen. Also einmal das hier, dann nochmal eine schwierigere Variante und dann bei Tara. Weil sonst habe ich ja eigentlich auch alles gesehen im Level. Nicht schlecht geschossen. Wo hast du zielen gelernt? Oh, übrigens, Bianca wollte, dass ich dir dieses Ei gebe. Sie sagte, sie hat es aus Versehen für 5 Minuten in ein Wollhaar-Mammut verwandelt. Aber es müsste noch okay sein. Ja, sicher. So. Du kannst nur zum Spaß auf dem Mantel. Okay, nur zum Spaß. Ja, dann nur zum Spaß. Um Sachen einzusammeln und natürlich um das Seegras zu zerstören. Wieso kann ich nicht weiter nach unten? Bin ich schon ganz unten? Dann sammeln wir bitte 1 Bugs. Ist das das Seegras? Nee.
Ist ein bisschen größer eigentlich. Das ist ja richtig nervig, dass er nicht ganz genau... Ach, das hier ist der Seegras, sorry. Ich muss es nur... treffen. Da auf den ist nichts, das ist nur Begrenzung. Das triggert mich irgendwie, dass es nicht so aussieht, als wäre der ganz unten auf dem Boden. Das triggert mich hart. Weil ich immer denke, no, geht doch noch ganz nach unten. Weil er eben auch einfach nicht sammelt. Was mir halt den Anschein macht, als müsste ich noch weiter nach unten. Junge, ich stehe direkt daneben! Was ist dein Kackproblem? Ich werde mich weiter darüber aufregen, bis das Let's Play vorbei ist, bis ich die Reignited Trilogy durchgespielt habe. Overall macht es zwar trotzdem deutlich mehr Spaß, einfach weil es viel geiler aussieht und alles, aber... Und auch die Charaktere sympathischer sind und cooler sind und alles, aber... Ja. Spielerisch ist das teilweise im Original besser gewesen. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Ich meine, Sparks hat jetzt, glaube ich, sogar schon eine vergrößerte Reichweite, oder? Haben wir das nicht sogar schon freigeschaltet? Also noch größer? Und irgendwie hat sich das nicht bemerkbar gemacht. Ich sehe auch gerade nicht so unbedingt, was einzelne Seegräser sind, die ich zerstören kann, und was halt so Ranken sind, die um diese Plattformen rum sind. Ja, es ist halt eigentlich die gleiche Art von Seealgen-Gedöns. Ist ein bisschen undeutlich. Also es ist stark einfacher, aber besser im Original raus. Was aber auch kein Wunder ist, es ist ja immer so bei solchen Sachen. Dass man sowas im Original einfach besser gesehen hat. Die leuchten ein bisschen jetzt, ja. Zugegeben. Und sind ein bisschen heller. So ein bisschen mehr Richtung Pink als Richtung Lila. Oder Rosa, sagen wir mal besser. Ja, wie gesagt, das hast du halt überall bei solchen Remakes. Ist auch eigentlich nicht schlimm. Dafür, dass der Rest dann so super schön aussieht, nehme ich das in Kauf. Ist oben noch irgendwo was? Ich muss auch natürlich nochmal wegen den Edelstein checken. Das muss ich aber, glaube ich, außerhalb des Bereiches tun. Weil der Sparks ja gerade keinen Bock hat. Wo fehlt noch was? Die Punkte habe ich noch keinen bekommen. Müsste ich aber noch bekommen. Ja, wir haben auch... Ach, da. Okay. Der letzte. Sehr gut. Der letzte. Seegras. Der. Wunderbar. Dann schauen wir mal gerade oben, ob das alles war. An Edelstein. Ach so, ich... Ja. Nee, später vielleicht. Alles gut. Jetzt habe ich den wieder, oder? Nein? Okay. Vielleicht habe ich einfach keinen Sparks mehr. Kann auch sein. Sparks? Nö, ich habe keinen Sparks mehr. Vielleicht habe ich auch deswegen die Edelsteine nicht sammeln können. Dann tut's mir leid. Aber ich hätte ihn gerne, weil ich will wissen, was noch fehlt. Okay, es fehlen noch 75 Edelsteine. Das ist eine gute Zahl. Weil hier sind noch 25. Und vielleicht kriege ich noch irgendwie 50 auf dem Weg zurück nach Tara. Das kann sehr gut sein. Wenn nicht, muss ich dann nochmal hochkraxeln. Dann ist es egal. Schmetterlingsjäger haben wir jetzt auch bekommen. Ja, uns fehlt dann nicht mehr viel. Wir brauchen noch... Okay, hier liegt noch ein Fünfer. Wir brauchen nur noch das nächste Level. Okay, erstmal Sequenz. Ja, wunderbar, Isaac ist noch da. Wir brauchen nur noch das nächste Level, die Spukengruft und dann natürlich noch den Bosskampf, die Superbonuswelt und dann die restlichen Trophäen, dann haben wir's. Das wäre echt cool, wenn das alles noch so reibungslos funktioniert. So, ich glaube, da drin sind jetzt gleich auch noch Edelsteine. Aber hier ist auch noch irgendwo was, na super. Gucken wir mal kurz, wo ist denn hier angeblich was? Okay, weiter hinten. Dann schalten wir erstmal die Abkürzung frei und natürlich das Levelende. So, so, sieh dich nur an. Kommst hierher, um das Grab auszurauben, nachdem ich die ganze Arbeit erledigt habe. Ich habe den ganzen Tag lang Schalter gedrückt und Kisten rumgeschoben und du spazierst hier einfach rein und willst den Schatz. Na, dann nimm ihn doch. Es ist eh nur ein schäbiges Ei. Das ist auf jeden Fall ein originalgetreuer Dialog. Wunderbar. Ich kann jetzt nicht beurteilen, wie krass die jetzt aussieht wie in Shadow of the Tomb Raider oder sowas, weil ich die Spiele noch gar nicht gespielt habe, aber hier ist nichts. Okay. Aber trotzdem, das Easter Egg an sich ist noch da, das finde ich super. Wie gesagt, hätte mich auch sehr enttäuscht, wenn das nicht so ist. Nicht so wäre. Und wo sind jetzt hier noch Edelsteine? Unten. Wo unten? Was? Ja, okay, das sieht mir nach dem Bereich aus eigentlich. Weil so weit unten kann man sonst hier eigentlich nirgends hin. Muss eigentlich der Bereich sein. Es ist aber auch echt Pech, dass ich sowohl in den Dinominen als auch hier
keinen Sparks mehr hatte in den Bereichen. Wo ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, warum. Jetzt in dem Fall hier konkret. Und dass da wirklich bei beiden noch Edelsteine lagen. Das ist der Wahnsinn. Moment, ist es einer? Es ist einer. Das ist ja ein, genau wie in den Dinomin, da war es auch einer. Das sind ja hier Parallelen, das glaube ich ja nicht. Schwertwilk, ey. So, da oben. Ah, so auf dem Podest wahrscheinlich, ja super. Hallo, einer. Hallo, Parkour. Was soll's. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Oh, relativ kurzer Part diesmal. Relativ genau 20 Minuten. Dann geht's in die spukende Gruft, ins letzte Level. Was war wahrscheinlich ein bisschen länger dauern wird, weil die Bereiche sind schwierig. Das Level an sich ist schwierig und relativ lang. Ich freue mich drauf, weil es ist cool. Bis dahin. Tschüss.